Teppich spotten a Filmsterren, den er der 60. Festival von Cannes als an den Medien, an der Aktualität. Und es ist eine Chance, dabei zu sein, für mit der Filmbranche über die neue europäische Strategie für den digitalen Binnenmarkt zu diskutieren. Da geht es um die Frage von Copyright oder die Aufsicherung von der Finanzierung vom europäischen Film. Und natürlich werde ich auch den Lützebäuer Pavillon besichern. Ich bin besonders froh, dass der Lützebäuer Film an die Selektion vom Festival konnte kommen, Le Tout Nouveau Testament vom belgischen Produzent Jaco van Dorme steht im Programm von der Quinzaine der Realisateurs. Der Film ist von Lützeburg co-produziert gegangen. An der letzten Sommer sind große Teile davon zu Diedeling gedreht gegangen. Unter den Akteuren sind die ganz bekannte Catherine Deneuve, auch von Heim de Marco Lorenzini. Weiter Lützebäuer sind auch mit kleinen Rollen zu gesehen oder haben als Techniker in dieser Produktion mitgeschafft. Jo, Filme machen, das können wir zu Lützeburg. Am Live-Bereich ist als Kompetenz lang unerkannt. An den letzten Jahren haben wir aber auch nun am Animationsfilm gemacht. Mit Monsieur Hublot, einer französisch-Lützebäuer Co-Produktion, haben wir 2014 einen ersten Oscar gewonnen. Das weist, dass das Filmförderung Frieden dreht. Und das weist auch, dass Lützeburg nicht nur aus Banken besteht. Kunst, Kultur, Kreativität, das sind Lützebäuer Stärken. An dem müssen wir als europäischen Partner auch weisen. Ganz Europa guckt das Woche ob Cannes. Er freut sich über die Diversität vom europäischen Film. Die europäische Filmproduktion ist in den letzten Jahren permanent herabgegangen. Im Jahr 2014 sind 1600 Filme produziert in Europa. Das ist ein Rekord. Natürlich sind das meistens Produktionen aus engem Land. Mit 32% von den europäischen Filmen sind Co-Produktionen. Als Kommissarin habe ich während 10 Jahren mit und die Fundamente von diesem wichtigen Sektor, der 4,5% vom BIP ausmischt, an 8,5 Millionen Leute beschäftigt, gebaut. Aber wie habe ich das gemacht? Ich habe zum Beispiel das Programm Media Plus erneuert. Da kaufen 350 Millionen Euro für die Periode zwischen 2001 und 2005 und 755 Millionen Euro für den Zeitraum 2007-2013 zur Verfügung gestellt. Da kaufen wir um alle Themen für die Zukunft, wie Digitalisierung unterstützt, zum Beispiel auch Digitalisierung von der Kinosäle. Heute machen die Digitalkinos an der EU 92% vom Total aus. Der Sektor ist also bereit für die Kino von der neuen Generation. Dann habe ich auch Direktiv für Television Sans Frontières überschafft. 2007 schon war klar, dass die audiovisuellen Medien nicht nur mehr just über Radio und Fernsehen überdrohen gehen. Die Gesetzgebung hat müssen bereit für den Internet gemacht gehen. Rechtliche Limitationen, was Publizität, Jugendschutz und kulturelle Diversität angesagt, da hat auch müssen Dienstleistungen wie Video on Demand abgegriffen gehen. Aber was bleibt noch zu machen? Ganz viel. Wir sind in Amentio am Gangen in Europa vom digitalen Binnenmarkt aufzubauen. Da gehen dann ein paar praktische Probleme. Wir haben zu Lützeburg gesehen, dass als kleine, mehrsprachige Stadt mit einer Population, die gerne reist, besonders zu spüren. Es hat ja lange genug gedauert, bis wir zum Beispiel Sky legal abonniert konnten. Aber wenn wir aber nur an Vakanz oder auf einer Geschäftsreise am Ausland sind, dann gilt als Abonnement nicht mehr, ob schon es ja technisch möglich wäre über Internet. Portabilität, also als bezahlte Dienstleistung mit an das Ausland holen, das muss in Zukunft möglich sein. Daneben wäre doch gut, wenn wir Zugang zu den Offer von Videos an andere Länder hätten. Legal geht das aber dags gut nicht. Hier heißt das Problem Geoblocking. Das sind zwei praktische Probleme, die nicht nur als Lützebäuer betreffen, sondern auch Grenzgebiete oder Europäer, die an einem anderen Land leben, binationale Familien oder die Erasmus. Kanner, wie man sie nennen, die ihre Partner im Ausland auf der Uni kennengelernt haben.
Wir brauchen Lösungen für die Probleme, wir brauchen Solutionen für die Leute. Hallo, muss ich aber wissen, dass die europäische Filmindustrie hier suchen, über das System von territorial exklusiven Lizenzverträgen verdient. An die Finanzierung von Pilprojekten geht dadurch nicht mehr möglich gemacht. Dafür muss ich noch aufpassen, wenn ich an die Struktur ergreift. Künstlerisch Erbischt muss ich auch weiterhin rentieren. Künstler müssen von ihrer Erbischt leben können. Als kulturelle Diversität muss erhalten bleiben. Wir haben viel an die europäische Filmbranche investiert, da dürfen wir noch nicht zerstören. Wichtig ist dafür aber auch dafür zu sorgen, dass da, wo es eine Demand gibt, es auch ein Opfer gibt. Viele Europäer geben für zusätzliche Leistungen gerne bezahlen. Der Musiksektor weiß es ja, mit Deezer oder mit Spotify. Eigentlich hat die Filmindustrie schon lange müssen reagieren und etwas Ähnliches aufbauen. Die Kommission hat auch rechtliche Mesuren an dem Bereich angekündigt, ohne allerdings Klarheit über die Mesuren zu schärfen. Das hat für eine unnötige Beunruhigung am Kultursektor gesorgt. Es muss klar sein, es darf keine Lösung geben, die zu Lasten von der Kultur geht. Aber es muss eine Win-Win-Situation für Konsumenten und für die Leute, die Kultur schaffen, gehen. Sicher kann das als Sonne, Starren, Staunen, das ist das Ende. Aber auf der anderen Seite als kann immens wichtig für den Marché, für die Filme zu verkaufen. Es weist uns, dass Europa mehr als wie Eurokrise oder Wirtschaftszölle. Europa, das ist Kreativität, das ist kulturelle Diversität, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Gesellschaften, aber eine gemeinsame Kultur. Sie steht für sich selber, sind aber unzertrennlich miteinander verbunden. Und genau das sehen wir auch, wenn man heute so kann, die europäische Produktion gesehen und mit europäischen Künstlern diskutieren. Und dafür sind wir zu kann, für politisch zu helfen, für das Filme weiter gedreht und geguckt können gehen. Und ob das kann, freue ich mich ganz besonders.